Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate und ja, wir hatten jetzt gerade hier eine etwas schwierigere Mission ausnahmsweise mal. Weil drei Leute hier entführen und möglichst unauffällig natürlich. Erstmal einen Typen hier entführt, mitten aus dem Scotland Yard Bereich. Aber natürlich easy going. Also, das sage ich jetzt, aber es war ein bisschen schwierig. Das sind die drei. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Kein Ziel entkommen. Okay, ja gut, er ist ab und zu mal weggelaufen. Und nehmen an, den Zielgebeten töten, das ist, das wusste ich nicht, da bin ich vorhin jetzt ein bisschen zu schnell reingestolpert. Heimlich ist mir jetzt gerade egal, wir machen es einfach so. So, hier ist noch eine Kiste. Hallo? Hallo? Junge? Also, hä? Na, na endlich. Wir füllen nochmal alles auf, auch wenn wir nicht viel verbraucht haben, aber... Leute, kann nur 10 Wurfmesse tragen, das ist ja fast gar nichts. Ich glaube, das muss ich noch upgraden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das mit dem upgraden kann. Mit Evie habe ich 20 und mit ihm 10. Aber okay. So, jetzt haben wir natürlich noch eine Mission wieder hier oben. Gehen wir gleich mal hin. Und schauen mal. Wir sitzen im Ladescreen. Sehr schön. Ah, jetzt, okay. Hoppala. So mein Handy quer durchs Zimmer geworfen gefühlt. So kurz was trinken. Ach ja. Okay, da vorne müssen wir hin. Markieren wir uns mal gerade. Wissen, wo wir hinlaufen müssen. So, jetzt. Erstmal hier. Jetzt haben wir wieder die altbekannte Route. Einmal hier lang, einmal da lang. Jetzt darüber. Okay, dann noch 100 Meter und dann sind wir so gut wie da. Aber trotzdem glaube ich, dass der Typ uns irgendwie ein bisschen verschaukelt hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, was macht er jetzt mit denen? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Werden wir bestimmt gleich rausfinden. Wahrscheinlich tun wir ihn trotzdem umnieten. Ich muss dir etwas zeigen. Einsteigen. Wo wollen wir hin? In eine von Starricks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ich will sie mal seltsam. Ja. Errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Und dadurch verlieren wir. Sachte! Ich konnte gerade nicht bremsen. Ich wollte das Gespräch mir eigentlich noch anhören, aber okay. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Jo.
Weil wir Assassinen nehmen dann natürlich nicht die Leiter. Das wäre viel zu einfach. Aber klettern kann er trotzdem wie so ein... Jawohl, ich bin schon als du da eigentlich. Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starik. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Bei Platzierung des Sprengstoffes niemanden töten. Na, danke. Wieder so eine Mission, die ich übel hasse eigentlich. Wobei das natürlich diesmal nicht, weil es natürlich nur optional ist in diesen Teilen. In anderen Assassin's Creed ist es dann Pflicht und dann desynchronisiert der Scheiß und deutlich nerviger. Aber wir müssen erstmal kurz gucken, was hier für Typen rumlaufen, wie die rumlaufen und warum die eigentlich rumlaufen. Also das da drüben könnte einfach sein. Die sitzt da weiter unten, das wird ein bisschen schwieriger. Ah ne, die muss ich aufheben, wa? Die muss ich nicht platzieren. Die muss ich aufheben. Was? Ich brauche gerade ein bisschen kurz, um mich zu orientieren. Da. Hoppala, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich darüber ziehen. Aber gut. Hoppala. Nein! Okay, egal, wir gehen mal kurz hier runter. Ja, das ist echt schwer gerade. Ja gut, das ist nicht vermeidbar. Also gerade... Okay, habe ich gerade voll viel von diesen Messerchen, habe ich gerade in den Zorn geworfen. War nicht so geplant, aber okay. Nein, 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 oh, Alter. Nein, nicht anzünden, nur tragen. Nur tragen, bitte. Nummer 1. Hoppala, hallo. Geht's denn so? Da fliegt der Zylinder erstmal weg. Nettes Teil. Oha. So. Hoppala, hab ich gar nicht richtig erwischt. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich wahrscheinlich nur die Melone erwischt und nicht den Kopf eigentlich. Da ist das nächste. Gelegt. Hab ich natürlich keine Wurfmesser mehr, aber das macht nichts. Weil der Typ sagt, wir machen es zusammen, ja, und dann bestückt er kein einziges Dynamit hier. Finde ich nicht okay. Und fertig. Ne Kiste. Yay. Die nehmen wir natürlich mit. Wenn wir gerade vorbeilaufen. Oh lol, die Sonne blendet mich gerade übelst. Muss ich gleich mal die Jalousie runterkurbeln. Damit die mich nicht weiter blendet. Aber das mache ich natürlich nicht jetzt. Eigentlich müsste ich jetzt die Aufnahme beenden und dann die Explosion in der nächsten Folge zeigen. Aber die Folge ist natürlich noch nicht lang genug.
Das wäre ein bisschen dämlich. Alles vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starek lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber doch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth. Nein, leider nicht. LOL. Aber schnell Kinder befreien, ohne Spaß. Nein! Oh Mann! Junge, was machst du denn? Kinder, raus da! Beeilt euch! Die Schicht ist vorbei! Schnell. Raus hier. Abliefern mit so einer Fracht. So. Schnell. Ja, das sollten wir schaffen eigentlich. Finde ich richtig von Jacob, dass es sich da für die Kinder einsurft. Auf, kleines Kind. Also ich nicht, aber wir sollten den zum Laufen bringen. Jetzt lauf. Voll der Bastard, den müssen wir jetzt töten. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Ruff. Was ist das drin? Eine Bombe? Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob, unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Oh, ein toter Vogel. Das ist sehr schön. Alter Vater, Junge. Einfach jetzt mal wild drauf flussballern, dass wir voll die Aggression loswerden. Braucht Jacob jetzt mal. Das war zwar nicht unauffällig, aber das ist egal. Oder heimlich war es auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh yeah, da ist der... Da ist die Schlussmission. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was mit den Personen passiert ist. Oder was ist der Sinn davon war eigentlich, dass wir die jetzt alle rausgeholt haben. Ich meine, hat ihr uns jetzt wirklich halt veräppelt? Oder hat er uns jetzt einfach nur... keine Ahnung, was war das für eine Aktion? Ich glaube, das wird sich jetzt aufklären, aber nicht direkt jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Denn wir sind jetzt bei 14 oder 15 Minuten und das ist eigentlich eine ganz okay Zeit. Okay Zeit, ja. Sehr gut.
Von daher, bis dahin erstmal. Tschüss.